What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. What do we want? Climate justice. When do we want it? Now. Geil, danke schön. Ja, hi, ich bin Alex. Bin ich von Greenpeace Wuppertal. Und ich habe hier an der Stelle, also drüben in Bahn, vor 2 Jahren meine erste Rede gehalten für Greenpeace. Und das war auch im September 2019. Es war auch globaler Klimastreik. Und ich habe mich jetzt hingesetzt für die neue Rede und habe gedacht, okay, warum will ich nochmal was sagen? Warum will ich immer noch was sagen? Und warum lauft ihr und warum laufe ich? Warum laufen wir alle immer noch? Und die Antwort ist relativ simpel, aber auch ein bisschen ernüchternd zugleich. Weil sich einfach nichts geändert hat in den letzten 2 Jahren. Wir haben klimaschutzpolitischen Stillstand in einer Zeit, wo es längst Zeit gewesen wäre zu handeln, statt immer wieder leere Versprechungen abzugeben und die Handlung weiter in die Zukunft hinauszuzögern. Und wir diskutieren über Maßnahmen und deren Wirkung, deren Klimaschutzwirkung. Zum Beispiel, nur exemplarisch genannt, diskutieren wir über das Tempolimit auf Autobahnen. Und dann gibt es Leute, die sagen, das ist doch nur ein minimaler Anteil an unserem gesamten CO2-Fußabdruck. Ja, stimmt. Haben die Leute recht? Kannst nichts sagen. Aber als gäbe es eine Maßnahme, die bequem und billig ist, wo wir unseren Lebensstil nicht ändern müssen, die uns irgendwann aus der Scheiße zieht. Hör doch auf, sowas zu erzählen. Ist doch Quatsch. Wir müssen alle Maßnahmen, die in irgendeiner Form sinnvoll unseren ökologischen Fußabdruck verringern, die müssen wir doch umsetzen. Und zwar jetzt. Und dann diskutieren wir, nicht nur in meinem Familien- und Freundeskreis, über Schuld, die große Schuldfrage. Wer ist denn schuld an der Klimakrise? Meine Eltern? Großeltern? Sind es die Amerikaner? Oder die Politik? Ist das nicht scheißegal? Sollen wir nicht endlich mal darüber reden, wie wir da rauskommen, wie wir den Karren aus dem Dreck ziehen? Und was soll ich sagen? Hab überlegt und hab gedacht, hey, das geht nur zusammen. Das geht nur, wenn wir alle zusammenhalten. Dafür brauchen wir mich, dafür brauchen wir euch in unserer Rolle als VerbraucherInnen. Wir müssen unser Konsumverhalten überdenken, wir müssen unsere Lebensstile überdenken und wir müssen natürlich auch UnternehmerInnen, zum Beispiel wie GEPA, haben, die mutig sind, die neue Werte als Standard setzen und die vorangehen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und wir brauchen natürlich die Politik. Na klar, natürlich brauchen wir PolitikerInnen, die irgendwie tolle neue Regeln machen für eine gute Welt. Aber die Politik braucht doch auch uns und euch. Die Politik braucht doch eine Gesellschaft, die mutig ist, die fordert, die Druck macht. Und dafür sind wir doch heute hier. Und dann habe ich überlegt, wofür ich heute laufen möchte. Und ich möchte nicht laufen, um neue Schuldzuweisungen zu machen, sondern ich möchte gemeinsam mit euch gleich laufen, damit wir ein Zeichen setzen für die Gesellschaft, aber auch für die Politik. Heute am Sonntag bei der Bundestagswahl und wenn die neue Bundesregierung nicht besser handelt als die jetzige, dann machen wir auch weiterhin Druck, bis die Maßnahmen umgesetzt werden, um unsere Klimaziele zu erreichen. Danke.